Ja, Ismail. Am Sonntag ist Fortuna Düsseldorf zu Gast, die U23. Die Düsseldorfer scheinen ja einen Lauf zu haben, haben jetzt, glaube ich, 10 Spiele in Folge ohne Niederlage geschafft. Wie schätzt du die im Moment ein? Ja, es ist eine spielstarke Mannschaft, wie jede U23-Mannschaft. Ich denke, dass uns eine sehr starke Offensive erwartet mit Rüdiger, Erath, Sangare, Garcia, wie die ganzen Jungs da heißen, dass wirklich uns alles abverlangen werden. Und ich glaube, es wird ein sehr, sehr enges Spiel am Sonntag. Ja, ich weiß nicht, wie viel du auf Statistiken gibst, aber inzwischen waren es 13 Duelle gegen Düsseldorf für Lotte und bislang konnte Düsseldorf erst eins gewinnen. Was hältst du davon? Oh, gar nichts. Ich glaube, es ändert sich. Es sind ja auch mal andere Mannschaften. Von daher 13 Spiele bedeutet auch 6 Jahre. Das heißt, vor 6 Jahren war es eine andere Mannschaft. Also von daher halte ich von Statistiken nicht viel. Es ist von Tag zu Tag, muss man sich alles neu erarbeiten. Ja, ihr spielt jetzt mal Sonntag, sonst seid ihr eigentlich eher den Samstag gewöhnt. Wie sah jetzt die Vorbereitung aus? Habt ihr einen Tag mehr genutzt für Regeneration oder seid ihr schon wieder ins Training eingestiegen? Nein, wir sind wieder ins Training eingestiegen. Wir müssen natürlich ein bisschen darauf achten, dass wir das Trainingspensum ein bisschen, ja, auf einem bestimmten Niveau halten, dass wir auch nicht so viele Verletzte haben, dass wir vor allem den Körper regenerieren können. Aber es ist generell so, dass wir jeden Tag trainieren konnten, aber auch wirklich bezogen auf Sonntag natürlich ein, zwei Änderungen hatten, was den Inhalt angeht. Ja, Tim Wendel war jetzt in Essen schon wieder auf dem Platz nach seinem Muskelfaserriss. Wie sieht es sonst personell aus? Entspannt sich die Lage so allmählich? Ja, Bernd Rosinger fällt uns weiterhin, der braucht noch 2 Wochen, denke ich mal. Der Tim Gorschlüter braucht auch noch ein bisschen länger. Ich war im Training eingestiegen, aber ist noch nicht so bei 100%. Und Jérôme Hazamé fehlt uns natürlich wegen seiner gelb-roten Karte. Ansonsten kommt Luka Tankulic wieder. Ich denke, dass wir zumindest wieder das 18 Mann im Kader haben. Und Tim Wendel ist natürlich wieder jetzt nach einer Woche Training wieder voll dabei. Ja, schön. Meinst du, dass es jetzt als Tabellenführer für euch noch schwieriger wird, weil die Gegner eben auch dann euch erst recht ärgern möchten? Ich denke, als Lotte ist es immer schwieriger, weil der Gegner generell gegen uns immer gewinnen möchte. Aber ich glaube, darüber sollten wir uns keine Gedanken machen, über die Tabelle. Wir sollen einfach von Spiel zu Spiel gucken und wir müssen schauen, dass der Gegner uns alles abverlangen wird. Und wenn wir 100% geben, dann wird es immer schwer sein, uns zu schlagen. Und über diese Marschroute sollten wir uns, ja, mit dieser Marschroute sollten wir uns beschäftigen. Und was erwartest du am Sonntag jetzt für ein Spiel? Ja, ein sehr intensives spielerisch auf einem ganz hohen Niveau. Ich denke, dass beide Mannschaften Fußball spielen wollen, dass die Zuschauer einige gute Szenen sehen werden. Ich hoffe, dass die besseren Szenen bei uns auf der Seite sein werden. Ansonsten denke ich, es wird ein intensives Spiel in Form, dass wir bis zum Schluss sehr eng sein wird. Dankeschön, Ismail.